Hey Freunde, willkommen zurück. Dennis hier, aka Fragrance Talk. Normalerweise ja moin aus Hamburg, nein, aber wir sind ja immer noch auf Sylt. Wir sind vor ein paar Tagen in unsere Wohnung nach Sylt gefahren. Ja, und trotzdem bin ich für euch natürlich am Start, ihr wisst es. Und gestern meine Düfte der Woche. Und heute stelle ich euch einen Duft vor, und zwar den sogenannten Sylt-Duft. Jetzt guckt ihr mich an und denkt, Sylt-Duft, ja wirklich, es ist ein Sylt-Duft, weil die ganze halbe Insel riecht nach diesem Duft. Ne, ihr wisst, wie ich das meine. Weil viele Reiche hier natürlich auch sind und die diesen Duft sehr gern tragen. Und zwar Ralph Lauren oder Ralph Lauren, wie auch immer, mit Polo Sport. Der hat natürlich schon ein paar Jahre auf dem Puckel, aber dieser Duft tragen diese Leute hier liebend gerne. Er ist schon cool. Also diese Minze, die hier drin ist, ich bin überhaupt kein Fan von Minze. Überhaupt nicht. Aber hier richtig cool. Dazu Neroli, Rose, Veilchen, glaube ich. Da hier ist so viel drin. Ingwer. Ich weiß nicht, was hier alles drin ist. Hier ist also sehr viel drin. Wie gesagt, Ingwer, Neroli, Rose, Veilchen, Mandarine. Ach Leute, und so riecht der Duft. Einfach frisch, munter, kühl, richtig geil. Und er geht so ein bisschen unter, weil den stellt ja fast gar keiner vor. Polo Sport, ich mag ihn auch. Und er passt einfach auch auf diese Insel. Für Golfer zum Beispiel auch perfekt. Natürlich gibt es diesen Clubduft von, wie heißt der, Aqua di Parma, hatte ich auch schon mal erzählt, als Golfclub. Aber das hier auf Sylt und zum Golfen passt dann wieder besser. Natürlich, auch der von Aqua di Parma würde passen, aber perfekt. Und denkt jetzt nicht, dass der nach Reichtum riecht. Nein, nur weil die Insel, natürlich ist die Insel teuer. Hier ist die teuerste Straße Europas drin. Die Mieten hier, da hinten in Kampen, kosten mehr als in Monaco, der Quadratmeter. Also, das übrigens kommt das nicht von mir, das könnt ihr nachschauen. Die Insel ist schon teuer, aber die Insel ist einfach schön. Ich bin schon seitdem ich klein bin auf dieser Insel und es ist einfach hier, wenn man mal wirklich entspannen möchte, dann hier hinkommen. Natürlich könnte ich jetzt wieder was sagen, wir waren gestern essen oder wollten essen gehen und ganz ehrlich, nachdem das jetzt wieder aufgemacht worden ist, ich könnte jetzt schon wieder mich aufregen über dumme Menschen, so voll. Ihr glaubt das nicht. Ihr würdet mir das nicht glauben. Ich will jetzt kein Foto einblenden, aber traurig. Da fragt man sich, lassen wir das einfach so. Also traurig, ich sage einfach nur traurig. Aber zurück zum Duft. Der ist nämlich nicht traurig und der ist im Endeffekt schon dafür, dass ein frischer Minzduft ist, Minzenduft, schon nice. Ne? Also ihr wisst ja, ich habe ja so ein Problem mit Rose, Leder, Minze. So, ich habe ein paar Lederdüfte. Die müssen dann aber für mich schon so gut zusammen, das muss alles passen. Genauso wie Rose. So, und denn Minze ist ja ganz schwierig, aber hier passt es. Also es gibt ja Düfte, so einen richtigen, kompletten Minzduft. Da könnte ich nicht. Der nur nach Minze riecht, das nicht für mich. Das ist wirklich nichts für mich, aber hier. Polo von Ralph Lauren bzw. Polo Sport, richtig cooler Duft für den Sommer, für die Jahreszeit, die jetzt kommt. Haltbarkeit 6 bis 7 Stunden, Ausstrahlung, also man nimmt ihn schon wahr. Man kann richtig cool damit auch essen gehen abends oder wenn es warm ist, natürlich auch an Bars und an Strandbars, ne? Und so, dann kommt dieser Duft cool. Mann, probiert den mal. Ich glaube, ihr kriegt den auch, der ist nicht mal so teuer, müsst ihr mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, eingestellt wurde der nicht. Ja, guckt den einfach mal. Also ein richtig schön, ein geiler Duft, frisch und cool. Ja, dann schreibt mal in die Kommentare, das würde mich wirklich mal interessieren, kennt ihr den Duft? Und wenn ja, gefällt er euch? Was sagt ihr zu dem Duft? Und würdet ihr, also diejenigen, die Sylt kennen, sagt ihr auch, es ist der Sylt-Duft und passt der zu Sylt? Also wie gesagt, es ist jetzt kein Bla und ich sage das nicht nur so.
der Duft, sehr viele tragen diesen Duft hier auf Sylt. Das ist einfach so. Und vor allem früher noch mehr als jetzt natürlich. Ne? Also früher zu der Zeit, wo der rausgekommen ist, dann hat den hier jeder getragen. Wirklich hardcore jeder. Ja, Freunde, dann mach's gut. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder frisch und munter. Ne? Und immer schön gesund bleiben, Leute. Fragrance Talk. Thank you.